Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch 5 Looks für den Herbst. Und hier seht ihr schon Look Nummer 1, der ist farblich sehr einheitlich gehalten, dunkel, nur der Schal peppt das Ganze ein bisschen auf und setzt einen farblichen Akzent, der ist so im Burberry-Stil. Und dazu trage ich eine schwarze enge Jeans, einen schwarzen Pullover und diese Steppjacke, die ist von Zara. Ich verlinke euch die Artikel, die ich finde, gerne in der Infobox zu jedem Outfit. Die Uhr ist von Tissot und dazu trage ich solche Lederboots. Hier nochmal das Outfit ohne Jacke und ohne Schal, also wirklich sehr schlicht, aber auch sehr elegant. Kommen wir nun zu Look Nummer 2. Der ist etwas sportlicher. Ich trage hier weiße Adidas Sneaker mit einer schwarzen Skinny Jeans wieder. Und dazu ein kariertes Hemd, das ist von H&M, und eine Jeansjacke. Und als Schal habe ich hier diesen Loop Scarf. So, nicht ganz so herbstlich, aber black and white, und das kann man zum Beispiel unter der Jacke so tragen, wenn man abends weggeht zum Beispiel, ist black and white immer sehr klassisch. Sportlich, elegant, klassisch. Dann kann man auch die Weste dazu kombinieren, die habe ich mal bei Sportcheck gekauft, und an kühlen Tagen noch einen Schal dazu, den habe ich in Stockholm gekauft. Oder man kombiniert wieder die Jeansjacke dazu. Das ist mein dritter Look, diesmal mit einer Blue Jeans. Die ist wieder von Zara, ich kaufe meine Hosen immer sehr gern bei Zara. Und dazu trage ich einen dunkelgrünen Pulli, der ist von H&M, die Weste ist wieder von Sportcheck und die Sonnenbrille ist auch von Sportcheck. Und darunter trage ich das Hemd von H&M aus dem vorherigen Look. Manchmal kombiniere ich auch wieder die Steppjacke von Zara dazu. Die ist so für die wärmeren Tage. Und dazu trage ich diese Schuhe. Das sind klassische Wildlederschuhe in Grau. Und hier seht ihr die Brille nochmal genauer, die ist wie gesagt von Sportcheck. So, ein Look aus Paris. Hier trage ich diesen langen Cardigan von Bershka, den ich sehr gerne mag. Dazu eine Skinny Jeans von Zara, ein dunkelblauer Pulli von Lacoste und weiße Adidas Sneaker.
Und hier seht ihr meinen letzten Look. Der ist schon für die kühleren Tage. Und sehr gerne trage ich zurzeit diesen Schal, den ich in Stockholm in einem kleinen Lädchen gekauft habe. Und als Jacke habe ich hier so eine leichte Daunenjacke. Noch keine ganz warme, die ist wirklich noch leicht. Und dazu meine geliebten Nike Air Skateboard, glaube ich, heißen die. Ich verlinke euch die auch mal in der Infobox. Die sind super bequem und passen zu jedem Outfit. Gibt es in dunkelblau und in schwarz. So, das war's mit meinem Lookbook. Welcher Look hat euch denn am besten gefallen? 1, 2, 3, 4 oder 5? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.